Genug ist genug. Jo Weil würde am liebsten über seine Arbeit als Schauspieler sprechen. Wäre da nicht dieses Thema, das ihn wirklich belastet? Kriminelle im Ausland legen vor allem auf Instagram immer wieder Fake-Profile mit Fotos des Schauspielers an und zocken damit Frauen ab. Eine Betrogene überwies sogar ihre komplette Altersvorsorge an den Fake-Partner. Und Jo Weil bekam später ihre Wut ab. Für mich insofern auch schockierend, dass das sehr persönlich wurde und sehr bedrohlich, weil sie mir einfach schrieb, dass sie mich finden wird und ihre Familie mich finden wird und dass sie dieses Geld wieder wollen und dass sie schon wissen, was sie mit mir tun werden. Die Fotos klauen die Kriminellen vom echten Instagram-Profil des Schauspielers. Irgendwann merken auch die Frauen, dass sie betrogen wurden, spätestens wenn ihr Geld weg ist und der Fake-Partner sich nicht mehr meldet. Was ist, wenn so jemand mal vor mir steht? Ich kenne diese Menschen nicht, aber sie sind der Meinung, ich habe sie betrogen. Was dann? Davor habe ich Angst. Aber wissen Sie was? Sie haben sich so viel Mühe gegeben, dafür... Sein Leben als Schauspieler lässt sich der 42-Jährige trotzdem nicht vermiesen. Im Moment ist Jo Weil mit dem Musical Bodyguard auf Tournee. Aktuelle Station Baden-Baden. Weil spielt die Hauptrolle, den Bodyguard. Das Schöne für ihn bei all dem Ärger um die Fake-Profile: seine Fans halten zu ihm und nicht nur das, sie sind im Netz seine Bodyguards. Ja, Gott sei Dank, seit das Ganze jetzt so ein bisschen publik geworden ist, schreiben mir immer mehr Fans, die einen Account entdecken, und dadurch kriege ich das relativ häufig sehr früh mit. Also wenn so ein neuer Account aufgemacht wird und gerade ein paar Follower hat, habe ich schon einen Screenshot und dann können wir versuchen, die blocken zu lassen. Die Fake-Profile sind meist französisch. Der Schauspieler hat die Erfahrung gemacht, dass vor allem ältere Frauen auf den falschen Jo Weil hereinfallen. Sie geben ihr Geld und ihre Liebe, obwohl es nie zum persönlichen Treffen kommt. Und das finde ich insofern schockierend, da das, glaube ich, ganz viel über diese Frauen aussagt, die da betroffen sind, weil die ganz viel Mist schon durchgemacht haben müssen und jetzt halt noch mal richtig groß auf die Schnauze fallen. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste daran. Jo Weil denkt trotz des Ärgers gar nicht daran, sich aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Es würde nichts ändern. Ich glaube, diese ganzen Bilder, die verwendet werden, liegen abgespeichert auf irgendwelchen Datenträgern bei diesen Leuten, die das warum auch immer tun. Insofern könnte ich das nicht ausbremsen, wenn ich jetzt heute sagen würde, ich höre jetzt auf mit Instagram. Ich würde mir nur selbst schaden. Denn für ihn als Schauspieler ist heute nicht nur der Auftritt auf der Bühne wichtig, sondern auch der im Netz.